So, Aufnahme läuft und damit willkommen zurück. Wir sollten jetzt als nächstes in die zum Bahnhof gehen, Richtung Sektor 5. Wir sind pleite oder so ziemlich weit, ich glaube wir haben nur 500 Kilo oder sowas. 700 Kilo haben wir. Stand unten links. Und ja, liegt einfach nur daran, weil ich mir jetzt ein bisschen aufgerüstet habe. Ich also für jeden noch ein kleines Accessoire geholt habe und derzeit heißt es wieder zurückgehen. Ausrüstung ist platziert, genauso wie die Materie. Also hoffe ich mal, dass wir hier jetzt erstmal keine Probleme haben werden. Ja, von daher latschen wir mal weiter. Mehr können wir ja aktuell eh nicht machen. Dann sehen wir mal, wie es uns dann so gehen wird. Das müsste der Bahnhof sein, genau. Ah, du verkaufst wohl noch Sachen. Sag mir, auf was hat der große Alleskönner denn ein Auge geworfen, hm? Selbst hier bin ich berühmt. Hier können wir Barrett's Team kaufen. Liebend gern. Und sonst braucht man, glaube ich, nichts. Oh, du bist aber schnell hierher gekommen. Hallo, Cloud. Deine Fähigkeiten sind wirklich bemerkenswert. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Ja, ich würde dich gerne unterstützen, aber aktuell brauche ich nichts. Eine zweites Aero auf weitere Daten zu meinem Kampf brauche ich nicht und was sind denn die, die noch offen sind? Und laden insgesamt immer eine Einheit der ATB-Leiste auf. Und hier dann noch zweimal, beziehungsweise noch zwei gegen den Schockzustand versetze. Damit ich den ATB-Boost habe. Erstschlag wird dann an der Stelle interessant. Weil ich immer noch nicht eine wirkliche Ahnung habe, wie ich das mache. Ich glaube, im Schockzustand einfach ATB-Leisten aufladen. Sicher bin ich mir da allerdings auch nett, weil ich die Gegner noch nicht so häufig in Schockzustand versetzen kann. Von daher. Aber am Tag übersehen wir nichts am Bahnhof. Hey Barrett. Da seid ihr ja. Sobald wir im Zug sind, beginnt der Einsatz. Okay, bist du für alles bereit? Wie verläuft er? Bix, er hat bestimmt schon angefangen. Wir müssen die Zeit wieder aufholen. Und verschieben geht nicht? Weißt du, wie viele bei der Aktion involviert sind? Die lässt sich nicht einfach so verschieben. Und die Bürger haben wir auch schon gewarnt. Im Kampf gegen Shinra zählt jeder Tag. Ich glaube, ist Cloud. Deren Schuld. Ich glaube, Cloud meint eher, keine Ahnung, vielleicht eine Stunde oder sowas. Aber mehr dann auch nicht. Da kann man nichts machen. Wenn er uns nicht in den Plan involvieren will, dann kann man ihm auch nicht helfen, dem Lieben. Schade eigentlich. Esper, die den Sing verwandeln kann. Feuerflächenangriff, auf die, die alles in lohnende Flammen hüllt. Würde ich gerne mal ausprobieren. Vorkehrungen zum Schutz von Marco Reaktor 5 kommt es momentan zu erheblichen Fahrplanstörungen. Ach. Den Bahnhof von Sektor 4 erreichen wir deshalb mit einiger Verspätung. Eigentlich wunderbar, dass sich ja die Terrorgruppe einfach durch den Reaktor 5 die Zugverspätung aufhalten lässt. Wir uns durchs Wohngebiet. Dann dringen wir in das Gebäude ein und gehen vor wie beim letzten Mal. Wir suchen den Reaktorkern. Genau. Und jagen den Laden in die Luft. Dann macht's Boom. Jesse und Wedge fehlen zwar, aber wir packen das schon. Okay. Klar.
irgendwie leergefegt. Unsere Warnow hat ihre Runden wohl etwas zu früh gemacht. Als Gruppe fallen wir auf. Also, ihr bleibt hier. Gut, Tifa würde vielleicht nicht direkt auffallen. Cloud vielleicht schon ein bisschen mit dem fetten Schwert, das er am Rücken trägt. Aber Barrett, der würde überhaupt nicht auffallen. Nein, überhaupt nicht, nee. Ich sehe da auch keinen Grund, warum er überhaupt auffallen sollte. So ein Meister der Maskierung, wie er ist. Cloud. Ja, Tifa? Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das ist der erste. Warum so besorgt? Irgendwas lässt mir keine Ruhe. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht die Geister? Aber ich kann hier nicht durch. Kannst du im anderen Abteil vielleicht mal nach Barrett sehen? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Wieso das? Barrett ist vor solchen Einsätzen immer ziemlich angespannt und geht den anderen Fahrgästen vermutlich ordentlich auf den Geist. Lass ihn einfach. Ach bitte, Cloud. Tu mir den Gefallen, ja? Tu ihr den Gefallen, bitte. Bin gleich wieder zurück. Danke. Gruppe verlassen, tiefer. Schwupp, schwupp. Oh, aber er lässt die Fahrgäste in Ruhe. Sagen Sie, ist das zum Selbstschutz gedacht? Sollte man alle festnehmen, die von Avalanche. Seit der Ankündigung herrscht in allen Abteilungen Chaos. Oh. Die Leute haben Riesenangst. Oh, da liegt aber ein Material, ich. Ja. Nein, wir werden weiterkämpfen. Die Reaktoren stehen niemals still. So, so. Warum sind die. Sehen Sie das anders? Warum sind die. Ich das anders sehe. Worauf du ein. Tun wir nicht. Warum sehen die Abteilungsleiter von Shinra alle so wie Lack auf dem Haus? Feige Sau. Willst du, dass wir auffliegen? Victory Fanware. Fanfare, Entschuldigung. Schön, dass sie das eingebaut haben. Aber du gehörst mir, kleiner grüner Pokéball. Heil nochmal wieder, okay. Da haben wir es insgesamt schon dreimal. Einmal für jeden Charakter, auch nicht schlecht. Bleib mal tiefer. Ich komme hier alleine klar. Baller aber den Abteilungsleiter nicht zusammen, okay? Hallo, süße Dame. Besorgte Dame, Entschuldigung. Gehen wir mal weiter. Außerplanmäßiger ID-Scan. Huch. Hm? Wieso das? Außerplanmäßiger ID-Scan. Wir sollten doch keine Probleme haben, oder? Meine, solange die IDs an der Stelle gültig in Anführungszeichen sind. Unbestätigte IDs entdeckt. Oh. Alarmzustand ausgelöst. Zu ihrer eigenen Sicherheit beginnen wir nun mit einer Personenkontrolle die ganze Zucht. Nein! Lass los! Mir nach! Personenkontrolle. Hilf den Leuten hier, Cloud! Verstanden. Sicherheit. Ups. Ins vordere Abteil. Los, los, Bewegung! Ja, ich bin gerade dabei, die Drohnen wegzuhauen. Ab ins vordere Abteil. So. Schwach gegen Blitz und Wind habe ich beides jetzt ausgerüstet. Füllen die Schockleisten dieser. Okay. Ich hab solche Angst. Ah. Eigentlich falscher Angriff, aber. Naja. Wir wollen Schwertsturm machen. Ach, du lebst noch, okay. Oh, ihr lebt noch. Fertigkeiten. Schwertsturm. Das
Schock. Jetzt gebe ich alles. Drei ungültige IDs entdeckt. Betroffene Abteile werden verriegelt und einer Personenkontrolle unterzogen. Was ist denn die Personenkontrolle? Was soll das werden? Im nächsten Abteil sind sie sicher. Aber wir sind doch Feinde. Oder einfach nicht? Sind wir nicht. Wir möchten sie alle beschützen. Bitte. Typischer Abteilungsleiter. Ich sehe nach den anderen. Wir schaffen das. Das nimmt kein Ende. Oh, die wollen jetzt gleich wieder gehen. Okay. Bleibt nur eins. Am Bahnhof werden wir erwartet. Wir springen. Bei voller Fahrt? Wir ziehen die Notbremse. Auf Ihren Wix-Plan E. Verstehe ich. Ich meine, aus dem Fahrzeug zu springen ist etwas anstrengend für den Körper. Vor allem auf dem Ding. Beton. Oh. Bist du okay? Ja. Tifa, bereit? Na klar. Und wo ist Barrett, der gute Alte? Hopp. Hopp, hopp. Fertigkeit, Impulshieb. Schock. Fertigkeit, Mutangriff. Nope. Fertigkeiten, Impulshieb, Leiste auffüllen. Das war jetzt erstmal daneben. Fertigkeiten. Schwertsturm. Fertigkeiten, Impulshieb, solange der Schock anfällig ist. Keine Kopf! Ich hab genug. Aber das letzte Teil. Das ist bestimmt Barrett. Wir sollten vielleicht Barrett abholen, bestimmt. Aber Kampfberichte kriege ich nicht hin, ne? 18. Wenn er bei einem Shop zuschauen und lade insgesamt. Schockzustand. Spezialfähigkeiten. Das heißt, ich muss Offensivhaltung machen. Tiefer, also, sollen wir uns den Sitz und Barrett mal alleine lassen? Gegenstände, was hast du denn so schönes? Heiltrank, Eisenreif, Sternenreif. Ja, gut. So. Sorgen wir uns erstmal um Barrett. Vielen Dank übrigens, dass du gerade mit mir gesprochen bist. Kein Problem. Du hast ja keine schwere Last. Last? Ich bin doch kein Sack Kartoffeln. Sag mir nicht so schwer, wie einer bist. Köstlich, köstlich. Der Heidegger. Im Tod einfach mal so von der Schippe zu springen. Sir. Wirklich lästiges Ungeziefer. Und der dritte ist auch noch am Leben. Ist umstellt. Ihr werdet den dreien ein Wiedersehen. Sir. Zu Befehl! Das Spiel mit uns scheint ein Taktiker zu sein. Abschnitt C. Der Helix heißt bestimmt so, weil er sich hier in Form einer Helix aufgebaut ist. Da sind sie! Wir haben die Leute mit den falschen IDs. Bitte Verstärkung!
du nachkommst. Hopp, hopp. Hopp. Fertigkeiten. Na, Prinzip. Der Feind ist geschwächt. Hopp, hopp, hopp. Und so. Au. Okay, dann weg mit dir, Freundchen. Nicht übertreiben. So, Fertigkeiten. Hakentritt. Fertigkeiten. Entfesselung. Und Sprengfurt. Oh. Das war jetzt etwas, wo nix. Hopp, 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 hopp. Fertigkeiten, Fesselung. Bitte. Cloud, Fertigkeiten, Impuls. Ah. Impulshieb. So, aber. Kriegt es nicht so hin. Wahrscheinlich muss ich, na gut, bei tiefer Weise hat es gerade aufgeladen. Das ist natürlich schlecht. Oh, liegt da was? Sind fast da! Schnell! Da drüben! Okay, da ist Barret. Barret! Tiefer! Ich habe mir schon Sorgen gemacht! Halte durch! Ja! Nimm die Pippe da! Ah. Wir müssen schnell zu ihm. Ja. So. Aber er wird so charmant wie immer. Oh nein, er sitzt fest. Beeilung. Oh. Da hast du mich jetzt gerade abgehängt, Tifa. Wir haben die drei Verdächtigen lokalisiert! Hopp, hopp. Alles festnehmen! Fertigkeiten, Impulshieb. Das ist unsere Chance. Ich setz noch einen auf. Sicher! Das muss ich machen. Wunderbar. Weiß ich das jetzt so. Fertigkeiten. Ja, ich sollte vielleicht. Stillender Villa. Tiefer, Fertigkeiten, Impulshieb, geht ohne. So. Ja. Und ja. Zu langsam war ich da. Dann weg mit. Ja. So. Alles klar. Ob wir unsere Verfolger abgeschüttelt haben? Na klar, was denkst du? Wir checken jetzt kurz die Lage und dann geht's weiter im Text. Na. Wir machen mit Plan E weiter. Schieß los. Ursprünglich lief alles nach Plan A. Der sah vor, dass wir vom Bahnhof sofort zum Reaktor gehen. Zum Bahnhof haben wir es leider nicht geschafft. Ist aber egal. Für diesen Fall gibt's Ausweichpläne. Und zwar je nach Entfernung vom Reaktor, Plan B, C, D und so weiter. Bis wohin geht's? Bis E. Ganz schön knapp. Genial, was? Wir waren in Linie 4. Die verbindet den Hauptpfeiler und Sektor 4 miteinander. Wir sind jetzt hier. Und neben uns die Gleise zu Reaktor 5. Oben rechts, wo der rote Punkt ist. Wir folgen also erstmal den Gleisen in Richtung Reaktor. Allerdings gehen wir nicht mehr bis zum Bahnhof. Wir biegen unterwegs ab. Nach dem Zwischenfall im Zug gerade, würden wir sonst sicher einer kleinen Armee in die Arme laufen. Hier lang. Wenn die nicht uns schon so sucht. Unsere Leute in Sektor 5 haben die Route markiert. Macht euch keine Sorgen. Das wird schon. Ganz sicher! Also schnürt die Schuhe und spurtet brav los! Also darauf hätte ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Wir steuern dem Höhepunkt entgegen. Die Phase tritt etwas früher ein, als wir geplant hatten. Sehr wohl. Es wird alles so laufen, wie von Ihnen gewünscht. Ja. Seien Sie ganz unbesorgt. Genau.
Die Analytik kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... Habe ich euch etwa dafür anstellen lassen? Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt? Ja. Sir. Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. Gardisten gibt's schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein. Je dümmer das Volk, desto schwerer hat's der Thron. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser. Schließlich kann er sich auf mich verlassen. Da lobt er sich bis zum Himmel, dass es stinkt. Aber hey, wir haben die Steuerung wieder übernommen und das ist hier ein guter Punkt, um den Part hier aufzuhören. Von daher, ja, wünsche ich euch einen schönen Tag. Und das war's dann auch schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.